Also, lustigerweise werden wir ab und an gefragt, wie es kommt, dass wir beide Musik machen. Das ist wirklich erstaunlich, weil wir gar nicht so aus einer Familie kommen, die Musik fixiert ist, überhaupt nicht eigentlich. Und umso interessanter ist es, dass es sich bei uns beiden so entwickelt hat, gerade weil es so unterschiedlich ist. The sound so fucking dirty, I feel like taking a bath in the crowd. Boy, you know, whatever you start, we darken you down. We march on the grounds of even darker parts of the town. From on top of the world to the bottom of slums, rocking on drums, dancing in the rain with a bottle of rum. I make you itchy like a cracker with nothing to bun. The trouble begun. Mr. Hoiko on the mic is like popping a gun. Blah blah, a fire armor. It's far from Dalai Lama, the fire starter. I hit you with the karma of Messiah's father. You're dying hard, I mean, we're bringing the storm. And in case you didn't get it, faggot. Ring the alarm. Hauptsächlich, wenn man sich als erstes nach draußen bringt und Leuten was zeigt, möchte man natürlich, dass sie den richtigen Eindruck bekommen. Aber ich schreibe auch gerne Texte, die nicht unbedingt PC, politically correct sind. Muss ja auch nicht immer sein. Wir haben ja auch alle Gedanken, die, wenn man mal schlecht drauf ist oder so, die nicht unbedingt immer korrekt sind. Gehört auch dazu. Es sind ja Gefühle, die ausgedrückt werden sollen. Muss ja nicht immer korrekt sein, alles. Aber im Großen und Ganzen denke ich schon, man sollte was sagen, das wenigstens Sinn macht für einen selber, damit andere Leute es vielleicht verstehen können. Denn sonst, wenn es für dich selber keinen Sinn macht, dann kannst du es lieber gleich lassen. Also ich möchte gerne singen, so stelle ich mir das vor. Ich möchte gerne mit Singen auch mein Geld verdienen und unabhängig sein. Ich möchte aber immer gerne, auch ein großes Ziel von mir ist einfach mit guten Kollegen zu arbeiten. Ich hätte unheimlich viel Lust, mit großen, guten Orchestern und Dirigenten zu arbeiten. Gute Pianisten, die ich jetzt schon gefunden habe, teilweise weiter zu behalten und mit denen zu arbeiten, das ist für mich, also Qualität, das ist für mich auch so ein Anreiz, um einfach selber gut zu sein. Ja, und ansonsten ist es mir eigentlich nur wichtig, dass ich mich dann wohlfühle in der Situation, in der ich bin. Also ich habe nicht so die Vorstellung, ich möchte unbedingt dies oder das haben, sondern ich möchte einfach mich wohlfühlen und glücklich sein in dem Moment und dann eben spontan auch entscheiden und auch Wahlmöglichkeiten haben. Das heißt, ich versuche im Moment eben, mich so selber auch auszubilden und mir das zu suchen, was ich brauche, um breit gefächert ausgebildet zu sein. Nationales Einsatzgebiet, Guerilla auf Lebenszeit, von hier bis zum kongolesischen Regenwald, dessen Klang mir durch den Nebel entgegenschallt. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich mich niemals getäuscht habe, denn mit jedem meiner Leute verbindet mich tiefe Freundschaft. Und so läuft das mit Menschen, die konsequent für ihr Denken stehen, die handeln, nicht wandeln und permanent über Grenzen gehen. 'Cause we come and strike when you expect it the least. Know our ways as we mess with the beast until we're resting in peace. Me and my peeps always keeping in touch. Run the fingers, we're believing in us. We're getting deep in the stuff. Bla-di-bla-di-blah. Okay. You wanna hear more? Also, ich weiß, dass meine Eltern immer eher gesagt haben, dass meine ältere Schwester viel geschrien hat als kleines Kind. Aber ich habe als Baby. Aber ich habe als Kind viel geschrien, ja. Also ich weiß, dass ich eben damit immer wahnsinnig viel, das war so mein Ventil. Ich habe mit Hip-Hop begonnen oder ja, mit hauptsächlich Malen, Graffiti, weil ich vorher schon viel gemalt oder gezeichnet habe. Und das am ausdrucksvollsten fand damals einfach schon alleine wegen der Illegalität dahinter. Künstler, die einfach nur diese Sache machen, um sich selber irgendwie auszudrücken. Und das sah einfach gut aus, ganz einfach.
gefiel mir. Dadurch habe ich angefangen, habe die Musik mitbekommen. Und die hat mich auch genauso ähnlich fasziniert, weil es weil in Rap-Musik Sachen einfach gesagt werden, ohne dass sie verschönt werden oder sonstiges, sondern einfach knallhart gesagt wird, was man sagen möchte. Ich habe angefangen, dann auch im Chor zu singen, als kleines Kind in der Grundschule schon, in der Zwischenzeit immer mal und dann im Chor im Gymnasium. Da haben wir einen vierstimmigen Chor gehabt und das fand ich sofort also ganz toll. Das kannte ich schon von meiner Schwester und bin dann in der 7. Klasse sofort eingetreten. Und da hat mich dann auch der Chorleiter irgendwann immer mal rausgepickt und mir ein Solo gegeben. Und dann hat mich ein Orchesterleiter, mit dem wir zusammengearbeitet haben, zum Gesangsunterricht geschickt. Und dann habe ich Gesangsunterricht bekommen. Das hat sich dann ein bisschen im Sande verlaufen, weil ich eine Lehre angefangen habe und damit gut gefordert war. Aber nach anderthalb Jahren Lehre habe ich dann gemerkt, dass mir was fehlt und habe dann angefangen, wieder Gesangsunterricht zu nehmen. Seit 4 Jahren studiere ich jetzt Gesang als künstlerische Ausbildung und werde jetzt noch die Hochschule wechseln, nochmal woanders weiter singen. Dadurch sind wir irgendwann nach England gekommen und haben uns da niedergelassen. Beiden MCs von Dark Side. So, es ist begonnen. Vor dem Konzert kommt man irgendwann frühen Abend an und muss erstmal einen Soundcheck machen, um sicherzugehen, dass der Sound auch wirklich gut ist, wenn man auftritt und die Menschen die Musik so hören, wie man sie gerne rüberbringen möchte, damit der Sound einfach klar ist. Und vor allem mit 2 MCs und den Turntables hört sich eigentlich nicht so schwierig an, aber viele Sound-Engineers kriegen es nicht gebacken, den Sound richtig gut zu machen. Deswegen muss man so einen Soundcheck. Und in England, ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland im Moment ist, aber in England ist es eigentlich so, dass sie immer sich verspäten, also muss man selber eine Stunde später als verabredet ankommen. Vor dem Konzert habe ich das große Geschenk mitbekommen, dass ich nicht besonders nervös bin, wenn ich weiß, dass ich vernünftig vorbereitet bin, was ich normalerweise schon bin, also in dem Rahmen, der für mich notwendig ist. Das heißt, ich bin nicht besonders, habe nicht besonders viel Lampenfieber, immer nur so ganz kurz vorher, da bin ich nervös und das ist ja das Berühmte, was man dann auch braucht. Der restliche Schub Adrenalin und einfach auch die Spannung. Möchten Sie noch einen anderen Text? Meine Damen und Herren, möchten Sie noch was hören? Sie wollen noch mehr? Immer noch eine Zugabe. Oh, es ist hart, es ist hart. Muss man hier sehen. Okay. Was hier unten in dem Kellergewölbe vielleicht Sinn machen kann. Und zwar ist es so dunkel wie der Winter ist. Wir laufen durch Kälte und Finsternis. Doch niemand hindert mich, denn Leben ohne Licht macht mich erfinderisch. Innerlich höre ich meine Geister erwachen, die mich begleiten und dazu verleiten, weiterzumachen. Denn in dieser Zeit sind Tage kürzer und Nächte länger. Wenn ich bei Kerzenschein und Versen schreibe, entstehen echte Banger und schlechtes Wetter. Sowas. Ich finde das, was er macht, sehr schön, sehr gut. Es ist auch was Kritisches. Das gefällt mir, dass er sich auseinandersetzt mit Politik und mit Gesellschaft im Allgemeinen. Ich bin auch öfter bei seinen Auftritten dabei. Also ich bin sowohl in Deutschland öfter mal da gewesen und es hat mich immer interessiert. Und ich war auch schon 2-3 Mal in London und habe auch dort Konzerte mitgekriegt, bin extra hingefahren zu bestimmten Anlässen. Und ich freue mich dann auch mal sehr, dass er auch mich dann entsprechend so vorstellt als seine Schwester. Zum Beispiel bei uns zu Hause, Weihnachten ist das ist für uns alle so ein Schlüsselpunkt immer. Wenn er da ist, wenn ich da bin, dann machen wir eigentlich beide meistens irgendwie Musik. Wir haben immer Freunde da und werden dann immer gebeten, was zu machen. Und ich singe meistens irgendeine Arie, oft irgendein Bach-Oratorium, irgendwas schön Klassisches. Und er macht dann Freestyle-Hip-Hop hinterher. Und das finde ich immer, gefällt mir gut, Kultur-Crossover. So soll ich die Sterne, so soll ich den Mond, die Sonne vermissen. Du liebst mich nicht. Was blüht mir die Ruhe?
Es ist auf jeden Fall ein Kontrast, auf jeden Fall. Aber im Endeffekt ist Kunst ja auch nur wieder, ich meine, sie hat aber ähnliche Empfindungen, wenn sie auftritt oder wenn sie einfach mit der Musik umgeht. Und deswegen verstehen wir uns da, glaube ich, ganz gut, weil es eben Musik ist. Wir machen beide Musik. Es ist nicht so, dass, sagen wir, sie wäre jetzt in der Bank angestellt und ich bin Musiker. Das wäre ein ganz völlig anderer Kontrast. Gar nicht. Also, ne. Und klassische Musik kann ich mir gut anhören, ab und zu. Interessant. Sehr skillful, wie sagt man. Man muss auf jeden Fall Skill haben, um das machen zu können, weil es sehr schon anspruchsvoll ist. Ja, vielleicht kann ich auch mal mit dir zusammen ein Stück machen. Es kommt dir sowieso vor, dass wir irgendwie, wenn wir nebeneinander auf längere Zeit sitzen, dass es dann sich irgendwie trifft. Aber damit müssen wir vielleicht mal arbeiten. Ich mache komischerweise überhaupt keine Übungen in Vierer-Rhythmen, also in Vierviertel, das ist irgendwie seltsam. Im Hip-Hop ist alles Vierviertel. Wenn man ganz experimentell ist, dann versucht man vielleicht was anderes, aber sonst ist immer Vierviertel. Das müsste man dann dementsprechend abstimmen. Entschuldigung. Wolltest du mal versuchen? Ja, ich muss mal überlegen, was man noch als andere... Ich kann ja einfach anfangen und du kommst da rein vielleicht. Okay. Vielleicht kann man es auch so rum machen. Okay. But I'm gonna rap in English, cause I love my freestyle. When we listen to some beats and get wild, it's Mr. Hoike here while the sun is shining with a smile. And you know, we're loving our thing, and that's why we do it. Yo, fake MC is gonna lose it, cause we're right here. And you know, we cruise like cruise ships all around the channel and back to Germany. This is how we're doing, you know, I'm like with certainty. Now step on the mic and let it loose. This is how we're doing, and you know, we burn by crews. Even when I got some opera singing as beats, you know, Hoike, Mr. Hoike, always sounding sweet, cause we just running our thing from London town. This is how we're doing, Mr. Hoike's blaze abundant it down with some mad trees. We're getting high. This is how we're doing, and you know we try to get by. Yeah, the bees just started to flow, and this is how we're rocking the show all around the globe. Nowadays, international. And this is how we're doing, Hoike is mad classical, coming with some mad freestyles from the top of the dome. This is how we like rock the whole show all around the all around the city. This is how we get gritty nowadays, yo. No pity for fake MCs and weak ones. This is how we're doing, yo. MCs, nah. You better listen what we're bringing. This is mad shit. Yo, from Jazz Fudge. Yo, some mad stuff. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Okay. Okay. Warum auch nicht? Ja. Du hast auch immer gut mit dem Lachen. Weil das nämlich tatsächlich soll ja ein Spiel auch sein. Soll ja auch lustig sein. Wir sind ja nicht zum Spaß. Wir sind ja zum Spaß, ja. Lachen. Ja, wollen wir es dabei belassen? Yes, please. Jo. Gut. Prima. Wer hätte das gedacht?